Ja, liebe Freunde, lasst mich heute meine Erfahrungen mit diesem Beamer gemeinsam mit euch teilen. Wir packen den wie immer erst am Anfang einmal aus. Er kommt in dieser schwarzen Box, die gut beschriftet ist. Hier seht ihr, das kommt also alles mit. Das schauen wir uns ein klein wenig näher noch kommentiert an, also ausgepackt ist es erst einmal hier ein abschließender Blick auf all das, was also mitgeliefert wird. Dazu gehört diese Fernbedienung, die hat natürlich noch keine Batterien eingelegt, da braucht ihr 2-3 AAA-Zellen. Die müsst ihr euch noch besorgen, damit ihr also dann auch die Infrarot-Fernsteuerung des Beamers nutzen könnt. Es kommen natürlich die erforderlichen Verbindungskabel mit. Es ist auch ein HDMI-Kabel im Lieferumfang und dieses AV-Kabel wertet also die Freunde von Spielkonsolen freuen. Es kommt auch eine Bedienungsanleitung mit, die verständliche deutsche Passagen enthält. Dieses Quick User Guide ist allerdings dann nur in Englisch, aber das braucht ihr nicht, weil ihr ja eine deutsche Anleitung dazu habt. Also, jetzt wenden wir uns dem Gerät selbst ein wenig zu. Die Rückseite, Lautsprecher, Lüftungseingänge, diese Rändelmutter zum Verstellen der Höhe, aber leider kein 1/4 Zoll Gewindebuchse, damit ich das Ding auf ein Stativ spannen kann. Die 4 Gummifüße sorgen für sicheren Stand. Wir haben hier natürlich auch ein Bedienungselement bzw. eben mehrere Taster, die die vollständige Bedienung des Beamers ermöglichen. Wir müssen natürlich uns den Fokus einrichten, damit das Bild scharf wird in Abhängigkeit des Betrachtungsabstandes. Hier seht ihr dieses Glasobjektiv, leider keine Angaben wie viele Linsen, aber es arbeitet sauber und scharf. Vorn und hinten diese Eingänge für die Infrarot-Fernbedienung. Man könnte also von hinten und von vorn bedienen. Diese Eingänge sind ganz wichtig, Eingänge und Ausgänge, das erklärt sich von selbst. Es gibt auch einen USB 5 Volt Ausgang, so dass ihr einen Miracast Stick locker an dem HDMI Eingang stecken könnt. Das werde ich euch später zeigen. Jetzt noch einmal ein paar Makroblicke auf das Gerät, die ich eher nicht kommentiere. Die sollen dazu dienen, um euch ein Bild von der Verarbeitungsqualität zu verschaffen. Natürlich gehört auch ein Test dazu, zunächst in einen tageshellen Raum aufgestellt, hier dieser Miracast-Stick bereits gesteckt an dem HDMI-Eingang und eben an den 5-Volt-Versorgungseingang. Ich nutze diese Fernbedienung zur Bedienung des Beamers, schaltet den ein und natürlich ist ein Lüftergeräusch zu hören, wenn auch nicht sehr laut, aber hörbar ist es dann schon. Ja, zunächst richten wir natürlich die Schärfe aus, die hängt vom Aufstellungsabstand ab. Habt ihr gesehen, kann man über diese Rändelverstellung tun und ein wenig die Trapezverstellung verstellen, damit es also gleichmäßig scharf wird. Jetzt habe ich sozusagen auch das Licht im Raum etwas abgedunkelt. Das wird also dann gleich brillanter. Das Einstellungsmenü ist auf Deutsch einstellbar und alles andere ist dann ein Kinderspiel. Das könnt ihr einfach selbst ausprobieren. Das soll ja keine Bedienungsanleitung sein. Hier gerade mal gezeigt, wie man das Bild auch drehen kann. Man kann auch die Farbtemperatur nach seinen Wünschen einstellen. Bei einer nativen Auflösung von 800x480 ist das teilweise erforderlich, weil ja meistens die Bilder eine höhere Qualität haben und es wird interpoliert. Also da kann man schon verschiedene Einstellungen vornehmen, die ein einigermaßen akzeptables Bild farbtreu auf den Bildschirm projizieren. Es ist auch ein Equalizer für das Darstellen von Wave-Dateien zum Beispiel vorhanden. Natürlich der Ausgang Lautsprecher, den würde ich dazu nicht nutzen. Jetzt schauen wir uns die einzelnen Player an. Es sind also verschiedene Player bereits integriert für Film, Foto, Musik und auch für Text. Das schauen wir uns gleich einmal an. Könnt ihr also im Familienkreis auch mal einen kleinen Vortrag halten und den unterstützen mit einem Text, also wenn wir alle mitsingen sollen zum Beispiel. Das ist also eine Besonderheit. Es werden natürlich keine Möglichkeiten für PowerPoint oder Excel-Dateien hier
sozusagen vorhanden sein. Die Player können JPEGs abspielen, das mache ich jetzt. Da gibt es also auch einen integrierten Player. Hier seht ihr die Bilder, die ihr ja schon im anderen Teil des Videos bereits gesehen habt. Das ist also der Player für Bilder. Es gibt also auch einen Player für Musik. Also den NF-Ausgang nutzen, dann könnt ihr die Musik genießen. Hier nochmal ein Beispiel eines Players für ein Video. Auch das kommt euch ja irgendwie bekannt vor. Hier seht ihr also noch einmal die Wahl der Eingänge. Ich hatte jetzt auf die SD-Karte navigiert. Jetzt einfach mal Miracast, also diesen Stick, den ich euch am Anfang gezeigt habe, gesteckt. Und jetzt könnt ihr natürlich all das, was auf dem Smartphone möglich ist, hier auch auf dem Beamer darstellen. Der Player ist also jetzt das Smartphone. Es geht auch mit einem iPhone. Dazu könnt ihr auch die Schnittstelle HDMI nutzen. Das ist also nochmal ein Beispiel, wie man einen internen Player sozusagen für Fotos nutzt. Ja, liebe Freunde, das ist es gewesen. Es lässt sich natürlich in einem abgefilmten Video eher nicht so toll gut darstellen. Ihr seht ja mal das Aufstellungsbeispiel noch etwas illustriert. Ich habe jetzt also den Raum ein klein wenig wieder beleuchtet. Da wird das Bild natürlich etwas flau, aber immer noch erkennbar. Das werden wir dann ein wenig noch verstärken. Also hier seht ihr, wie groß der Abstand ist. Es sind etwa 1,5 Meter, die wir jetzt sozusagen uns gemeinsam angeschaut haben. Das war's. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Also, Freunde von Spielkonsolen, das ist etwas für euch. Freunde für HiFi und brillante Bilder, die sollten vielleicht einen Beamer nutzen, der eine größere native Auflösung hat.